10419 Kedron Avenue. Ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wir haben hier vor den Garagen geparkt und konnten uns dann die rechte Unit angucken. Da war der einzelne Mann, der gekocht hat. Hier sind noch so ein paar Schuppen, glaube ich. Und auch damals war schon die linke Unit nicht vermietet. Ja, ich sehe schon gerade, hier ist die Laundry. Hier ist nochmal so ein kleiner Storage. Und da sind wir nicht in die linke reingekommen. Heute habe ich jetzt endlich den Schlüssel für die linke Einheit bekommen. Ja, es ist, glaube ich, alles gefliest hier. Jedenfalls der ganze Wohnbereich. Ja, auch die Schlafzimmer auch, sehe ich gerade. Hier ist noch so ein kleiner Backyard. Das Dach sah ganz okay aus. Küchenelemente. Strom ist sogar an. Kühlschrank. Neueren Datums. Herd. Zwar noch die Spiralen, aber ist okay. Cabinets sehen eigentlich auch ganz gut aus. Jo, Badewanne ist noch okay. Fliesen habe ich schon mal hier ausgetauscht, wie man sieht, ein paar. Das ist okay, da muss man die Fugen unten machen und dann ist das wieder in Ordnung. Hier war wohl mal eine Steckdose drin oder so. Das muss man wieder zumachen. Das Fenster ist auf jeden Fall neu. Auch hier die Fenster alle neu. Also es ist auf jeden Fall nicht viel zu machen, außer das kleine Loch da im Badezimmer. Hier ist auch ein neues Fenster drin. Also das ist alles gemacht. Wie gesagt, Dach sah ja auch ganz okay aus. Also das ist sicherlich kein schlechter Deal. Ich glaube, es war das letzte Mal für 125 auf dem Markt. Hier ist auch nochmal ein Closet im Wohnbereich. Guck mal am Fenster. Und auch hier. Also die Fenster, die haben sie alle erneuert. Das ist schon ganz gut. Wie gesagt, drüben bin ich jetzt nicht reingekommen, aber da waren wir zusammen drin. Und das sah eigentlich auch ganz ordentlich aus. Ja, wenn wir da am Preis noch was machen können, ist so sicherlich kein uninteressantes Objekt. Wie gesagt, Kevin ist in der Küche, sind ja wirklich auch recht schön. Und im ganzen Haus neue Fenster. Also, das ist schon ganz okay. Okay, wir telefonieren.